haben Unternehmer dieses Jahr zum zweiten Mal nach Graz eingeladen, um mit ihnen zu diskutieren, welche Möglichkeiten einer verstärkten Beschäftigung von Menschen mit Behinderung möglich sind. Darüber zu diskutieren und einfach zu schauen, dass Menschen mit Behinderung auch eine Chance im Arbeitsmarkt bekommen. Man ist nicht behindert, man wird behindert im Berufsleben und im Privatleben. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen als Schlagwort auch nimmt, dann hilft es auch im Mindset dementsprechend anders zu agieren. Ja, das Wichtigste ist, barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Also diese Gerüchte oder das, was man mal wo gehört hat, also mal über Bord schmeißen und einmal beeinträchtigte oder behinderte Personen im Unternehmen einstellen, ein bisschen Zeit geben und ich kann nur garantieren, dass der Erfolg nicht weit ist. Wir haben ja das Thema ganz aktuell bei uns im Betrieb und was in der Diskussion rausgekommen ist, dass es ganz wichtig ist, die richtigen Positionen zu finden. Ich bin sehr beeindruckt, was die Essel Foundation heute in Graz auf die Beine gestellt hat. Es ist nicht allzu einfach, für dieses Thema so hochkarätige Persönlichkeiten ins Rathaus zu bringen. Am besten gefallen hat mir auch noch diese intensive Diskussion in den Workshops, wo man dann wirklich zu interessanten Erkenntnissen gekommen ist, was man alles als Unternehmen tun kann, um Menschen mit Behinderung erfolgreich in Betrieb zu integrieren. In dieser Welt gibt es 1 Milliarde Menschen, die eine Behinderung haben. 2 Drittel davon bekommen das im Laufe ihres Lebens. Das kann also jeden von uns treffen. Und das Eigenwillige ist eigentlich, dass Menschen, die eine Behinderung haben, von der Gesellschaft nicht unterstützt und gefördert, sondern oftmals entweder ignoriert oder gar geschnitten werden. Es war von mehreren Teilnehmern und Teilnehmerinnen angesprochen, dass in Österreich gesetzliche Hürden zwischen Bund und Ländern bestehen, dass es nach wie vor diese Diskriminierung gibt, dass Menschen mit Behinderung als nicht arbeitsfähig gelten. Sowas gehört beseitigt. Also, dass wir einfach eine Bewusstseinsumbildung schaffen, die jedem die Möglichkeit bietet, einfach teilzuhaben und zu arbeiten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen und da einfach Mensch zu sein.